Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. Wir sind immer noch in der Extra-Mission, Gefahren an der Küste. Haben jetzt die Aufgabe, auf dem Schiffsfriedhof, den Geistlichen, nach der Frau des Schiffsbaus zu suchen. Ich würde ja selbst dorthin segeln, aber die Furcht, dass da das Schiff bei es gibt, Vibes inmitten der Wracks zu finden, ist einfach zu groß. Könntet ihr ein paar eurer Geistlichen senden, um den Schiffsfriedhof zu untersuchen? Jo, das können wir machen. Können aber auch mal kurz. Wir haben genug Prestige. Handelsrunde sollte alles in Ordnung sein. Wir können jetzt noch die letzte Technologie erforschen. Dafür haben wir jetzt gerade die Geistlichen uns noch besorgt. Und ja, können wir kurz gucken. Wir hätten jetzt mehr Kohle, mehr Gold durch den Sektor. Achso, den haben wir ja schon. Da sollten wir den Sektor noch erobern. Dass wir einen klaren Durchgang haben. Ich könnte ihn militärisch erobern, das stimmt. Ich könnte aber auch 6 einfache Mönche hinschicken. Also 6 Blumenwiezen hinschicken. Den für mich friedlich erobern. Muss ja nicht immer alles militärisch sein. Dadurch haben wir nämlich Zugang zu dem Sektor, in dem wir Fisch und Steine haben. Ja. Ein geisterhafter General ohne Spezialkenntnisse, also bringt er uns nicht viel eigentlich, der General. Was wir halt hier machen können jetzt, sind Geistereinheiten rekrutieren. Nur durch Gold und Klamotten oder Gold und Ringe. Oder Goldklamotten und Ringe. Könnten wir unserem Geistergeneral auch eine kleine Armee spendieren. Können wir machen, sobald wir den Sektor hier erobert haben, der uns Kohle bringt, von der wir eh genug haben. Ja, während wir warten, dass Nahrung gebracht wird. Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. So, den Zündmechanismus, den kann man uns schon mal nicht wegnehmen, wenn wir ihn dann erforschen müssen, weil die gesamte Technologietafel ist belegt und die Mitte halte ich. Komplett. Ja, Nahrungsmangel haben wir nicht. Wir haben nur irgendwann Fischmangel. Weil wir die Fischforschung nicht gekriegt haben. Und ja, wie man sieht, wir brauchen auch wieder mehr Weizen. Das heißt, die neue Region, die wir gerade einnehmen, kann dann auch wieder Weizen anbauen. Wir könnten auch hier noch mehr Weizen anbauen, aber nö. Also ja, Mehl ist mehr als genug da, aber Weizen. Wir könnten auch hier Weizen anbauen. Nee, wir bauen hier 2 Weizenfarmen hin. Hier ist mehr als genug Fläche. Hier eine und hier eine. Also 2 Bauernhöfe mit jeweils 6 Weizenfarmen. Ja, werden wir mal gucken, ob wir Wohnhäuser noch zum Ausbau hätten. Also Wohnhäuser, die nur auf Stufe 1 sind. Nicht schon auf Stufe. Also auf Stufe 0 sind, meine ich. Ihr seid beide auf 1. Ja, das ist gut. Du bist auch schon auf 1, so wie du aussiehst. Und du auch. Ja, und hier haben wir keine Wohnhäuser. Hier haben wir nur Nahrungsbeschaffungsmaßnahmen. Oh, aber wir haben. Achso, den Metzger haben wir auch schon. Gut. Das heißt, wir schnappen uns mal die normalen Wohnhäuser, die noch nicht auf Max-Stufe sind. Ja,
Wären nur die zwei, glaube ich. Haben wir hier oben noch eins? Nein, hier oben haben wir keins. Das habe ich schon. Oh, hier oben haben wir noch eins. Genau. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja. Das da bitte. So, ein Lagerhaus. Kohleminen. Und jede Menge Weizenfarm. Ja, Moment. Die ich nochmal abreißen. Und dann doch lieber hier hinbauen. Dann habt ihr nämlich die Fläche und die Fläche. Das ist vernünftig. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, zur Sicherheit noch den Sektor sichern. So, und hier wollen wir das Umfeld nicht zu sehr verschatteln. Baumaßnahmen sind jetzt wieder in vollem Gange, wie man sehen kann. Wir haben ja aber auch 5 Baumeister, das sollte also kein Problem sein. Ah, interessant. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Sah das Ding schon immer so aus? Oder wird durchs Befestigen auch der Außenpostgröße, müssen wir mal drauf achten. Weil das Ding, das Gebiet ist nicht befestigt und der Außenposten ist klein. Das Gebiet ist voll befestigt und der Außenposten sieht ziemlich groß aus. Ja, cool. Ist mir noch nie aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ach, die Papiermühle braucht auch Wasser. Da hängt das Problem. Und ja, wo ist unser Waffenschmied? Der kann nur noch nach Bedarf arbeiten, bitte. Oh, der Köhler kriegt gerade keine Nahrung, genauso wenig wie die Eisenschmelze. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sollten wir vielleicht den Transportweg hier ein bisschen optimieren, indem wir hier noch ein Lagerhaus bauen? Okay.
mal kurz auf die Übersicht gehen und auf unsere Geologen gucken. Die beiden haben jeweils einen Geologen. Und die haben jeweils einen Geologen. Und hier ist jeweils ein Geologe. Die beiden werden gerade gebaut. Ja. So, dann gleich mal das Lagerhaus ausbauen. So wie das Lagerhaus, das Lagerhaus. Und ja, Lagerhäuser kosten ja kein Baumaterial mehr, was auch ganz schön praktisch ist. Dank der Forschung. Lagerhaus errichtet, Lagerhaus ausbauen. Die Farben werden schon gebaut. So, jetzt können wir ja mal gucken. Wird diese Außenposten größer, wenn da befestigt wurde? Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Cool. Bauen wir gleich nochmal aus. Und sollten uns langsam um die Geistlichen für den Schiffsfriedhof kümmern. 16. Sind schon ein paar. Ja. 16 von denen hier. 8 von. Das Gebäude wurde ausgebaut. Ja, okay. Ich kann nur maximal 20. Also warten wir lieber, bis wir die 16 von denen haben. Ich hab doch ein paar Tonnen. Hm. Übrig. Ne, wahrscheinlich den Stationierten, oder? Also den, den ich hier stationiert habe, der wird zählen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Bier ist ja wieder genug da. Bücher sollten wir auch immer noch genug haben, ja. Gebäudeausbau fertiggestellt. Befestigungsausbau beendet. Da kommen meine Baumeister zum Bauen. Und ja, das Ding hat nochmal ein Türmchen drauf spendiert gekriegt. Also ja, was er erstmal jetzt kriegt, unser neuer General, was er leider nur hier kriegen kann, ist ein Standardträger. Ja.
habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und da wir so viele Klamotten haben, werde ich noch mal 10 Fuhren losschicken.